Hallo liebe Gartenfreunde, wir sind heute zu Besuch bei unserem Pflanzenarzt René Vardas und möchten mit ihm über das Thema Ameisen sprechen. Hallo René. Hallo Dieke. Ameisen, damit haben ja viele Leute Probleme, sowohl im Garten als auch im Haus. Hättest du da irgendwelche Tipps für unsere Hobbygärtner? Ja, also grundsätzlich sollte man einfach wissen, dass die Ameisen Nützlinge sind und dass sie ganz wichtig in unserem Garten sind. Aber manchmal können es zu Plagegeistern werden und dann nehmen sie Überhand. Und da habe ich einen Trick auf Lager. Und zwar, jeder hat ja irgendwie in seinem Garten so einen alten Tontopf. Ja, man nimmt so einen alten Tontopf, füllt den mit Erde, ja, und dann nehme ich diesen Topf und stell den auf das Ameisennest. Die Ameisen, die wandern dann vom Boden in diesen Topf. Und dann, wenn die Ameisen in diesem Topf drin, das Nest hier drin ist, nehme ich den Topf und bringe ihn in den Wald und so. Und da können sich die Ameisen dann wohlfühlen und nicht mehr in meinem Garten. Ich wollte gerade fragen, gehen die da auch tatsächlich rein? Oder? Die gehen da rein, ja, hier ist es schön warm. Und das kennt man ja so an den Blumentöpfen, wenn ich hier irgendwelche Kübelpflanzen in meinem Garten stehen habe, wie oft und wie schnell da Ameisen drin sind. Die fühlen sich da richtig wohl. Ja, das stimmt, das kenne ich von unserem Balkon auch. Und was hältst du von diesen Mitteln zum Streuen, praktisch um die Ameisen zu bekämpfen? Also das empfehle ich eigentlich überhaupt nicht, weil so ein Ameisenstreu oder so hat auch dafür überhaupt keine Zulassung. Das dürfen wir überhaupt nicht. Ah, okay. Und das nützt auch nichts. Wenn man unbedingt was machen möchte, dann empfehle ich zum Beispiel Nematoden. Das ist wie, als wenn ich dir Kakerlaken ins Wohnzimmer kippe. Da fühlst du dich nicht wohl und wirst auch schnell ausziehen. Und so kann man sich das auch bei den Ameisen vorstellen. Also die werden gegossen, die werden dann aufgelöst oder wie funktioniert das? Genau, man kann sich sowas übers Internet bestellen, das heißt, wird in Wasser gelöst und dann gießt man die mit der Gießkanne in die Nester und das mögen die nicht und wandern dann ab. Alles klar, und wie ist das, wenn man Ameisen im Haus hat? Im Garten ist ja okay, da kann man auch mit leben, denke ich, aber im Haus ist es ja nun nicht so toll, wenn Ameisen rumkrabbeln. Was macht man da? Wenn man Ameisen in der Wohnung hat, dann ist das ein Grund, dass die Ameisen da irgendwas zu futtern finden. Das heißt, die kommen da nicht umsonst hin. Also grundsätzlich sollte man dafür sorgen, dass diese Futterquellen abgestellt werden. Also alles, was an Lebensmitteln ist, in Gläsern oder in irgendwelchen Verpackungen verpacken, dass die Ameise nicht drankommt. Das ist eine Möglichkeit. Oder eben auch, wenn die wirklich dolle Überhand nehmen, gibt es so Biofallen, die man aufstellen kann. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Wichtig ist ganz einfach, dafür zu sorgen, dass die Futterquellen abgestellt sind. Okay, also wie immer im Leben, Ursache bekämpfen, nicht nur die Symptome. Was ist mit so klassischen Hausmitteln? Backpulver zum Beispiel, das hat man ja so im Kopf. Funktioniert das? Wenn man Backpulver zu sich nimmt, was passiert? Man geht auseinander. Genau. Das heißt also auch, so eine Ameise geht auseinander. Also da habe ich einen anderen Tipp. Lieber Kurkuma nehmen. Kurkuma sorgt dafür, dass die Pheromone, die gelegt haben, damit sie diesen Weg beschreiben, wo es denn zur Futterquelle gibt, der wird damit überdeckt. Und das ist eine Verwirrmethode. Und das ist die bessere Methode. Ja, das waren auch schon gute Tipps. Und denken Sie dran, liebe Gartenfreunde, nicht immer Ameisen ärgern. Ameisen sind Nützlinge.